Hallo und herzlich willkommen zurück zu Don't Starve. Ja, wir haben unsere Sachen wieder gefunden, das ist sehr, sehr nice. Jetzt heißt es zurück nach Hause. Nach Hause heißt für uns hier unten hin, aber nicht da in die Socke, also ein bisschen weiter nach rechts. Unsere Axt hat noch 10%, hätten wir eigentlich liegen lassen können. Und die Büffel sind so lange lieb, solange man sie in Ruhe lässt. Ich esse mal kurz ein bisschen was. So, Beeren. Und hier nochmal ein paar Blümchen. Für unsere Lebensanzeige. Dass die mal ein bisschen wieder zustande kommen hier. So, alles rein damit. Was haben wir jetzt? 81 haben wir jetzt wieder, das ist gut. So, Seeds. Die sind auch Seeds. Ich hätte noch mehr mitnehmen können. Oh, ich hätte ein bisschen besser darauf achten sollen. Mehr haben wir nicht zu essen bei, ne? Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Dann werden wir uns wohl irgendwas basteln müssen, damit, um uns was zu fangen. Wir gehen jetzt erstmal weiter Richtung lassen. Oh, das ist gut. Da sind noch ein paar Beeren. Gleich, hier sind noch mehrere Beeren. Hauptsache Schweini lässt uns in Ruhe. Schweini? Ich bin kein Dieb. Du siehst mich auch gar nicht. Was ist das? 13 mal... Kann ich essen? Oh, ein Truthahn. Der hat uns die Beeren weggefuttert. Haust du ab, ich wollte gerade sagen. Haust du ab. Oh, du futterst uns die Beeren nicht weg. Blödes Viech. Verfressenes Schwein, du. Ja, ja, spiel. Oh, hier bin ich langsam. Och, du Heiland. Oh, oh, also merke nicht. Das müssen wir mitnehmen. Das haben wir auch irgendwo für gebraucht. Ich muss hier weg. Die scheiß Spinnen sind tierisch auf dem Piss. Wir müssen auch fast wieder bei unserer, ja, ich nenne es mal Behausung sein. So. Wir können ja mal nachschauen. Ach du Heiland, wir sind, oh nein. Wir müssen rechts rumlaufen. Ach nee, oh nee, oh nee, oh nee, 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 Matze, Matze, Matze. I kill now. Wen willst du killen? Die Spinnen. Ja, cool. Danke, Schweinchen. Killst du alle. Wir beobachten jetzt gerade einen Kampf zwischen Schwein und Spinne. Und Schwein. Schwein verloren. Oh nein, was ist das für einer? So, erstmal nach rechts runter. Oh, der ist ziemlich schnell. Schweinchen, guck mal da. Spinni, musst du angreifen. Ja, ich weiß, wir müssen jetzt erst wieder nach oben laufen. Das ist aber auch blöd gemacht, ey. Scheiße. In der Hoffnung, hier schnell durchzukommen, ja. Da warten schon wieder Büsche auf uns mit Bären. Oh, wie weit denn noch? Da können wir wieder rum. Oh, sehr schön. Gott sei Dank. So, wir haben auch bald wieder Abend. Dort ist wohl nicht gut. Hier war noch Büsche mit Bären. An der Außenseite. Hier zum Beispiel. Gleich mitnehmen. Und hier sind zwei. Was ist? Ja, 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 es ist dark. Da ist es ziemlich dark. Darker als dark. Dark in the night. Oh, ein Skelett. Wo wird ich gefressen, mein Freund? Bist du meine Freundin gewesen? So. Oh, wie weit ist denn noch? Weiter nach rechts. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sapling, komm, nimm wir mal mit. Jo. Gras haben wir jetzt mehr als genug. Komm, Futter müssen wir definitiv alles mitnehmen. Das hilft alles nichts. Da sind auch noch Blumen. Und auch noch mehr Beeren. Hier müsste das Feld auch kommen mit diesen einäugigen Mistgeburten. Darum, hier möchte ich nicht lange bleiben. So, die müssten gleich angelaufen kommen. Ich glaube, sobald wir das Feld hier betreten,
Hoffentlich laufen die nicht in die Arme. Ne, die waren auf dem Steinfeld, ne? So, wo sind wir? Auf einem guten Weg. Es wird gleich Nacht und da müssen wir wieder ein Auge drauf halten. Hier war's. Hier laufen diese einäugigen Dinger rum. Oder? Ich weiß es auch nicht. Ist mir auch egal. Hauptsache schnell rüber. Und es wird gleich Nacht. Es wird gleich Nacht, Senorita. Da muss noch mal eine Fackel. So. Einmal austauschen. Thank you. Kann ich es mitnehmen? Okay. Hat wohl nicht so geklappt. Los, nun wird endlich dunkel. Fackel reicht nicht mehr so lange. So. Lange brauchen wir nicht mehr. Ah, hier ist schon der Friedhof. Sehr schön. Da liegt ein Goldnagel drum, einfach so. Auch nicht schlecht. Hauptsache die bösen Monster lassen uns in Ruhe. Keine Lust zu sterben. Ich bin noch so jung. So jung. Und unberührt. Wo bin ich? Ich bin zu weit gelaufen. Ich muss mal hoch und ein wenig links. Da im Dunkeln sieht man auch hier rein gar nichts. So, Puder ist fast voll. Unsere Fackel hat nur noch 17%. Du Scheiße, hoffentlich schaffen wir das. Oh, Gott sei Dank. Wir hätten es nicht mehr geschafft. Oh Mann, Wacken hin und her hier. Los, nur wird wieder hell. Danke. Gott sei Dank. Da ist unsere Maschine. So, Fackel brauchen wir jetzt nicht mehr. Und da ist was gewachsen. Eine Riesenkarotte oder was soll das darstellen? Ich pack mal die Fackel weg. Habe ich die Karotte jetzt aufgehoben? Ist nur eine normale Karotte. Eine normale Karotte, mehr nicht. Scheiße. Ja, ich muss hier was anpflanzen. Richtig, richtig. Seeds. Einsam, toll. Ganz groß, klasse. So, Maschine. Und zwar wollten wir einen Rope bauen. Chest steht da. Rope war... Wo war denn Rope? Ich weiß nicht, wie das eigentlich einfach merken kann. Da ist Rope. So. Drop. Drop the base. So, können wir hier noch irgendwas drin stecken? Dann haben wir noch Karotten. Karotti, Karotti. Das packe ich mal da rein. So, Rope. Das haben wir jetzt. Dann kann ich hier einen Speer machen. Das geht noch gar nicht. Und da brauche ich eine Locksuit. Protects you from some damage. Okay, das ist ein Anzug. Mache ich mal das. Ein Speer. Damit können wir auf jeden Fall uns schon mal wehren. So, weiter geht's. Ein Hut können wir uns machen. Hält sich den cool and dry. Strohhut. Will ich das? Ja, will ich. Für. Da, wenn es regnet. So, dann muss ich nochmal gucken, was wir noch. Hey, hallo. Was wir noch machen können. Und zwar Cutstone. Boards. Rope können wir noch genug machen. Foot. Das kann ich noch nicht. Kacki-Häufchen für eine Basic Farm. Grow Seeds, okay. Für eine Farm brauche ich Kacki-Häufchen.
Das ist das Fall. Kann man nicht machen, kann Birdtrap auch noch nicht. Ach, diese Asche hatte ich doch, oder? Ich hatte doch irgendwo Asche. Wo habe ich denn die scheiß Asche jetzt? Ist hier drin? Hier ist Asche drin. Das kriegen wir zusammen, warte mal. Hier ist auch Kacki drin. So, Kacki nehmen wir auch mal. Tun wir das mal für weg. So. Das können wir jetzt machen. Bauen wir mal hier hin. Ach, das hatten wir uns schon mal gemacht. Ach so. Wo sind unsere Seeds? Kommen nochmal ein paar Seeds wieder rein. So. Ich glaube, Torch will. Lassen wir die. Was war das denn noch? Was hatte ich denn gerade noch gesehen? Cookstone, Boards, das wollte ich gar nichts machen. Chess auch. Cool. Hier war doch irgendwas dazwischen, was ich machen muss. Wo die Asche mit dabei war. Oder war das hier? Irgendwo war doch Asche dabei. Hier war's. Und so einen Teil haben wir doch auch. Na, wo ist das? Auch in der Kiste. Haben wir da reingelegt. Sehr gut. Kackehäufchen kommen wieder zurück. So. Da. Und das bauen wir uns jetzt. Healing Salve. Das möchte ich jetzt gerne. 101. Auch das hat jetzt nicht so viel geholfen. Naja. Essen muss man wieder voll. Und gehen gleich mal auf die Jagd. Kann ich hier eigentlich noch... Hier muss ich doch bestimmt noch mal... Ich kann start it again. Warum nicht? Warum kann ich das nicht starten again? Das verstehe ich nicht. In dieser schönen Chest nehmen wir uns wieder raus. Das. Und das. Kann ich meinen Rucksack da vielleicht reinpacken? Nein. Kann ich leider nicht. Wird automatisch da reingepackt. Okay. Chest closed. Was kriegen wir hin? Euer Blitzableiter. Genau. Was können wir denn noch machen? Oh Gott, wo kommen die denn auf einmal alle wieder her? Oh Mann. Ich bin gleich wieder tot, Leute. Wie soll ich das denn alles schaffen? So, tot. Oh. Tot. Stirb. Krasse Scheiße. Aha. Ach, ich habe nur 2 Leben. Das wird nach Runs bewertet oder was? Wie lange ich überlebe? Ah, toll. Oder was passiert jetzt? Ja, ich muss wieder komplett von vorne anfangen. Piep, 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 piep. Fangen wieder komplett von vorne an, Leute. Denke ich einfach mal. Ja, die Karte ist nicht aufgedeckt. Ja. Das ist ja was. Ich habe einen Winterhut gefunden. Anscheinend wird es gleich ein wenig kühler. Hm. Ja, ich muss auf jeden Fall zusehen, dass ich Zecken finde und Gras. Damit wir die erste Nacht überstehen.
Wir gehen diesmal ein bisschen anders vor, ein bisschen taktischer. Diese Larifari-Scheiße mache ich nicht nochmal mit. Das ist hier ein bisschen geordnet. Das war ja das Kuddelmuddel. Wir wussten schon hinten nicht, was wir machen sollen. Und das passiert mir nicht nochmal. So, ein bisschen Gras. Davon erstmal genug. Und dann möchte ich gerne auch unsere Maschine und Co. an unseren Sporen setzen. Das ist mir auch noch wichtig. So, wir sagen bis 20 Grad sammeln wir. Ketten habe ich gerade auch schon gesehen im Augenblick hier. Ja. Wenn die Häschen mal spielen können. Das ist pures Futter für uns. So, Settling hier nehmen. Wir haben zugemüßt eine Wintermütze, die wir vorher nicht gehabt haben. Das ist doch schon mal ein Erfolg. Die Nest muss nicht unbedingt. Das scheint die wegen Königin zu sein. Wenn wir die angreifen, kommt der ganze Schwarm an. So, hier ist nichts weiter. Wir laufen weiter nach rechts. Hallo Bini. Tschüss Bini. Da ist nochmal Gras. Wir müssen alles, was wir so auf dem Weg finden, diesmal mitnehmen. Und dann möchte ich die ganze Karte auch gerne erkundschaftet haben. Futter brauchen wir natürlich auch, nicht zu vergessen. So, um Bäume zu hacken, brauchen wir natürlich wieder eine Axt. Dazu brauchen wir natürlich eine Maschine. Die Maschine können wir uns erst später bauen. So, Settlings. Davon auch ein bisschen mehr als genug. So, zum Bienennest möchte ich ungern. Das sind weitere Settlings. Settlings und Gras brauchen wir, damit wir uns Fackeln machen können. Darum darf das nicht zu knapp sein hier. Da darf schon ordentlich was zusammenkommen. Flower natürlich. Ganz klar. Haben wir uns die Mütze vielleicht sogar freigeschalten? Kann ja sein. Das kann gut sein. So. Elektro-30 zum Futterarm. Da auch. Wir müssen alles mitnehmen, Leute. Alles mitnehmen, was geht. Vielleicht ist gerade ein bisschen nervig wieder, aber wir wollen nicht wieder so früh sterben wie vorhin. Und vielleicht auch mal eine andere Ebene erreichen. Das wäre auch mal ganz klasse. Flint. Das geht nicht. So. Abends ist ja noch vollkommen in Ordnung. Da passiert uns ja noch nichts. Aber die Nacht wird uns verspeisen. Und das müssen wir verhindern. Mit allem, was wir haben. Bini, sie tut mir ja nichts, ne? Solange ich hier nur farme und so, seid ihr friedlich, oder? Ich hoffe mal. Ich hoffe einfach mal. Ich will gerne ganz viel sammeln und farmen hier. Und ich möchte keinem was leid tun. Nein, ich bin ein friedlicher Geselle. Ja, ja. Schön, schön. Das, was ich futtern. Lecker Schmackofatz. Alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ich möchte gerne weiter nach rechts laufen. An dem Bienennest vorbei. Also die Bienen kommen anscheinend nicht raus. Lasst uns in Ruhe. So. Oh, da sind noch weitere Ressourcen vor uns. Vielleicht können wir uns noch mal eine Fackel machen.
Aber diesmal nicht zu spät. Können wir uns eigentlich außer eine Fackel... Nee, da brauchen wir richtiges Holz für. Das geht noch nicht. Wir warten die letzte Sekunde ab mit der Fackel. Mal kurz was essen zwischendurch. Da ist schon wieder frisches Essen. Das vergammelt doch auch bei uns in der Tasche. Nee, nee, das geht nicht. So, es wird jetzt jeden Moment Nacht. Ich fange jetzt mal an, die Fackel zu bauen. So. In der Zeit können wir direkt mal weiterfahren. Und sobald wir die Nacht überstanden haben, würde ich sagen, beende ich auch die Folge. Weil wir sind schon fast bei 21 Minuten. Haha. Wie lange brennt denn das? Oh, nicht lange. Oh, da kann ich Asche draus machen. Das kann ich nicht. Ja, ja, ich gehe schon weg, ich gehe schon weg. Alles mitnehmen hier. So, Nacht darf auch nicht mal so lange bleiben. Sonst bin ich gezwungen, mir noch eine zweite Fackel zu machen. Wollte ich eigentlich ungern. Kann ich Bäume kann ich auch in Brand stecken. Sehr schön. Das auch. So. Ich glaube, unsere Fackel hält nicht aus bis zur Nacht. Also bis zum Tag, meine ich. Entschuldigung. Darum mache ich direkt meine neue. So. Genau passend. So, Asche wieder mitnehmen. Die bräuchten wir ja auch irgendwo für. Und dann laufen wir hier weiter runter. Beziehungsweise nach rechts unten. Hier ist bestimmt noch vieles, was wir noch nicht aufgesammelt haben. Dann stecken wir nochmal an. Oh, ist wieder hell. Sehr schön. Ich wollte eigentlich sammeln, nicht anstecken. So. Saving. Okay. So, zweimal Asche. Danke. Haben wir schon Leben verloren? Nö. Entschuldigung. So. Ich filme mal gerade das Gebiet hier. Wie geht's weiter? Oh, ich will eigentlich noch gar nicht aufhören. Wir haben so viel gemacht schon und haben das alles verloren. Das finde ich ganz schade. Ach, viel zu finden gibt es hier aber nicht. Außer also so ein bisschen Flint. Und Flint brauchen wir, glaube ich, auch zu Genüge. Wir nehmen einfach alles mit. Alles mitnehmen, was wir kriegen und finden. Saplings, alles mit. So, pick the berry bush. So. Was futtern können wir gleich auch nochmal. Und dann beende ich auch gleich die Folge. Die Karotten nochmal gerade mitnehmen. Das Flint, die Blume. Mit jedem Schritt finden wir heute was Neues. So, da ist noch eine Blume. So. Karotti nehmen wir natürlich auch mit. Danke. Hier nochmal ganz kurz loben. Hier scheint nichts mehr großartiges dann außer Bären. So, dann fordere ich ihn mal voll. Und würde sagen, oh Gott, gut an, ganz kurz ausweichen. Und würde sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine positive Bewertung da. Ich freue mich über alles, was ihr schreibt. Aber natürlich nur über Positives. Über Negatives macht mich ganz traurig. Das mag ich dann nicht. Ich weine. Das freut ihr doch nicht. Nein. Und ich hoffe einfach mal, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ihr seid nicht zu enttäuscht, dass ich gestorben bin. Wir haben das so als kleine... Wir werden das mal so werten, als wäre das eine kleine Einführungsrunde gewesen, die wir vorhin gemacht haben. Und jetzt starten wir das mal richtig. Da haben wir noch einen Trap gefunden.
hier nochmal kurz den Pinkberry-Busch mit und die Blume. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.